so. Ich hab's auch, wenn ich meine Mathe. Oh. Ja, das stört mich. Mach, stört dich. Ja. Es knistert zu sehr. Knister, knister. Hör auf zu knistern. Okay. So, er ist von seinem großen Geschäft wieder zurück. Ach. 40 Kilo schwerer. Leichter. Ja, du bist doch der Einzige, der noch schwerer wird, ey. Ja, ich wieg ja auch so nix. Die tue ich echt nicht, das ist das Schlimme. Na dann. Bist drin? Ich? Ja, ich bin drin. Wunderbar. Ja, wenn sonst keine Noskos hat, ansonsten warten wir nochmal eben so 2-3 Minuten. Für die Nachkomma. Für die Nachkomma. Stimmt. Dann könnt ihr noch eben kommen. Müsst ihr mir dann euren Skype-Namen irgendwie geben. Wieso den Skype-Namen? Weil ich das über Skype mache. Ach so. Weil du hier kein richtiges Freundesystem hast. Wo hier? Juri, du hast noch nie Noskos gezockt. Ja gut, klar, ist ja vorhin noch was runtergelassen. Ja gut, ist ja nicht schlimm. Ja, wir werden dann halt in diese Mega-Lobby reingebracht, wo dann halt die ganzen Pros auch schon drin sind. Ja, irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Also, wenn der Rest noch... Was, Skype? Ja, du hast doch gesagt, gib mir den Skype-Namen. Hab ich Skype gesagt? Ich meine, ja. Steve. Sorry. Deswegen habe ich ja gefragt, was du mit dem Skype-Namen willst. Der hört auch nicht zu, ey. Ich höre mir selbst nicht zu, das ist super. Nee, ich meinte Steam, sorry. Ja gut, aber Jorin hat ja schon, hat ja ein Key, ne? Ja, 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 ansonsten, ich denke, ist gerade nichts mehr, weil dann... Für, Noskos. Also wenn ihr Noskos habt, dann kann ich euch in Steam adden und dann einladen. Deshalb, nichts ist egal. Oh, warum dauert das so lange? Was ist hier los? Was? Mit dem hier, Match finden. Ich hab doch aber nicht angemeldet. Ja, dann mach doch mal. Ich dachte, wir warten noch. Wenn sich noch mehr melden. Ach so, ja, stimmt. Ja, habe ich schon gar nicht zugehört. Aber hier! Ja, ich darf das. Ach, du darfst das. Ich bin alt. Du bist 30 Jahre. Ich bin gar keine 30. Ich bin 29, ja. Du bist fast 30 Jahre. Ja, ich bin kurz vor knapp alt. Ja. Hab eine in der Klasse, die ist 30. Echt? Mhm. Ja, bin ich ja noch jung. Was? Ja. Ja, ich melde jetzt einfach an. Meld mal. Scheint ja gerade keiner mehr zu kommen. Ihr könnt aber auch so noch, wenn ihr einen Key haben wollt, wenn euch das Spiel gleich gefällt, könnt ihr dann immer noch Keys bekommen. Genau. Ich habe, glaube ich, noch zwei. Du hast auch noch zwei, ne? Ich habe nur einen. Ein. Gut, er hat noch zwei. Er kauft euch das Spiel. Nein, ich habe noch zwei, er hat noch einen. Natürlich im höchsten Founders Pack. Natürlich doch. Das 40-Euro-Ding. Da könnt ihr dann auch nochmal selbst 10 Leute inviten, das läuft doch. Wir beide machen ja 50-50, ne? Ja. Guckst du den Stream eigentlich so parallel? Nee, ne? Ich? Ja. Warum lag ich? Nee, nur so. Nein, ich hab nur das offen. Dann sage ich mal ja. Ach, jetzt muss ich ihn anmachen. Wir teilen uns das natürlich. Ja, Moment, die Werbung. Na, dann hast du es gar nicht gesehen, was ich gemacht habe. Ja, dann mach's nochmal. Nein. Boah, dann ist es lediglich ein Spiel, wo man den Ausgang finden muss, aber das ist teils auch. Ja, das ist wie bei mir in der Wohnung, da muss ich den Ausgang auch immer finden. Das Spiel ist dann Atmosphäre beeindruckt. Passende Musik ist immer hinterlegt, nur Richtung Ende wird Strange. Meine einzige Erklärung ist, dass die Entwickler irgendwas eingeworfen haben, das haben die meisten. Zudem verarscht einen das Spiel. Jetzt nicht so viel schreiben, sonst kann ich ja gar nicht lesen. Moment, verarscht einen das Spiel jetzt. Wo war ich? Das Spiel ganz gerne beispielsweise der Spielsituation laufen, dass denen dann bist du halt eine Weile unterwegs. Das. Moment, ich muss hier was auswählen, ich nehme Profit, alles klar, läuft. Treppe runtergelaufen, nach gefühlten 5 Minuten wusste ich, dass der Weg einfach falsch ist. Solange eine Treppe runtergeht, hat schon angekotzt. Dann musste ich wieder das hochlaufen, allerdings habe ich den Ausgang verpasst und so bin ich nochmals gefühlte 5 Minuten hochgelaufen. Und dann gab es da noch einige Überraschungen, aber das Spiel bekommt von jedem meine uneingeschränkte Empfehlung. Okay, das gucke ich mir mal an.
Das ist, es gibt, wie heißt das Spiel? Irgend so ein komisches Horrorspiel. Ja, Horror, in Anführungszeichen. Da läufst du nur eine Treppe runter. Und irgendwann kommt so eine hässliche Fratze. Super geil. Kennst du ein Base-Game? Nein. Vampir! Ja, Vampir, komm mal her jetzt. Wo ist er hin? Oh, oh, oh. Nein! Und mach doch Kuh! Das macht doch Kuh? Mach doch Kuh, hab ich gesagt, nicht Kuh. Aua! Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich bin tot. Das liegt auch daran, dass ich die Menschen nicht mag. Ja. Immer diese faulen Aussehen. Ja, ich weiß nicht, als Mensch spiele ich nicht so gerne. Das hast du ja schon ein paar Mal betont. Ich habe gerade mal meinen Brotkasten ausgepackt. Und was Leckeres drin? Ja. Lecker Käsewurst. War schon geil, viel Technik. Super. Aber sieht schon ziemlich schnieke aus. Ja. Da oben ist noch ein Tier auf dem Dach. Ja. Und glaube ich sogar zwei. Drei. Vier. Ha, jetzt kannst du nicht mehr überbieten, ne? Scheiße. Ach, Kill Assist. Immer diese Kill Assist. Genau, SCP-087. Der Treppensimulator. Ich habe da mal ein Video da gemacht. Hab ja mal so Let's Horror. Ein super geiles Game. Den Treppensimulator? Der Treppensimulator 2000, was weiß ich. Die haben das geraucht. Ach, scheiße. Ja, gut, das ist, ganz ehrlich, wenn man gegen Vampire spielt, man stirbt recht schnell als Mensch. Vor allem, ja, wenn man da alleine rumtingelt. Also ist eigentlich echt immer am besten so ein bisschen zusammenbleiben in der Gruppe. Ja, renn mal nicht so weit vor. Komm mal ein bisschen zurück. Weil... Das ist halt der Vorteil der Vampire, die können alleine relativ viele Menschen, wenn sie denn Glück haben, ausschalten. Ach, was heißt, wenn sie Glück haben, müssen wir eigentlich noch einmal draufhauen. Ja gut, das passiert ja ständig. Also wir haben das Spiel zwar schon ein paar Stündchen gespielt, aber wir sterben auch noch ganz, ganz oft. Immer. Was war denn hier los? Da. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh nein, ich hab nur noch 40 Leben. Oh, ich hab... Hä, wie nur Kill Assist? Ich hab ihn nur getötet, hab ich doch gesagt. Das Spiel verarscht mich. Die ganze Zeit verarscht mich das Spiel. Und nicht vergessen, dass das Menschen-Gameplay als Vampir ist viel geiler. Na gut, da gehen unsere Meinungen auseinander. Ach, du hast keine Meinung. Na klar. SCP-087. Ja. Allein bei dem Titel hat jemand irgendwas geraucht. Das, da gibt es sogar zwei Teile von. Oh mein Gott. Ich glaube, das andere ist dann 087B oder... Ujemine. Wow, Ujemine. 087 Ujemine. Also hätte das Spiel auch heißen können, ganz ehrlich, ey. Oh shit! Ey, ich will echt nicht sagen. Oh shit! Die machen uns kaputt hier! Ey, yo, Bro. Nee, nee, nicht mich hauen! Mann, da ist so ein Baum im Weg, hast du das nicht gesehen? Ja, hau weiter ihn, hau weiter ihn! Ich bin nur tot. Ah, dann hau ihn weiter! Okay, ich muss... Nee, ich wechsle die Klasse jetzt nicht, ich lass das so. Das sieht auch super aus, 15-4 läuft. Richtig nice. Findest du richtig nice? Richtig nice. Richtig nice. Auch das. Wo sind die denn jetzt hin? Die hauen auf. Ah, bei einfach. Mir, bei mir, bei mir! Die hauen auf. Ja, hinter mir aber auch. Das ist irgendwie nicht cool. Nein! Geht's weg, ihr blöden Vampirenscheiße. Aber ich habe sie angehittet, ihr könnt sie alle töten. Angehittet. Angehittet. Auch hier bin ich ein guter Supporter, wie man sieht. Aber ich sterbe öfter. Also in Smite war ich besser. Oh, die Drecksau. Ja, da stimme ich dir sogar einmal zu.
Die fettische Drecksau, die. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Mann, mach doch mal hier deine Special Attack. I have nobody. For my love. Death. Death. Heißt das Spiel High vs. Mensch. Ach ja, das habe ich bei Steam gesehen. Schwimmt der Mensch im Wasser und muss dann gegen den Hai kämpfen? Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich angeguckt, ich habe es nur einmal gesehen. Ist ja voll fair, ey. Oder muss der Hai an Land kämpfen? Genau, der kämpft an Land. Kann man auch den Hai spielen? Das ist das Schwere an dem Spiel. Ja, man muss aber an Land spielen. Ja, das wäre geil, wenn man den Hai spielen kann. Ja, cool. Ach du Heilige, jetzt bin ich hier inmitten von Vampiren und bin gleich tot. Da hättest du dich mal nicht bewegt. Ja, ja. Oh, man hat ein Gewehr. Wer, der Hai? Oder der Mensch? weißt du, der Hai hat ein Gewehr. Der Mensch nicht. Und der Mensch nicht, aber der Mensch ist dafür im Wasser. Ja, aber es ist nicht trotzdem ein bisschen unfair, wenn der Mensch im Wasser, der ist doch viel langsamer als der Hai. Geil. Hat der Hai ein Gewehr, ja klar. Das wäre doch geil. Und der schwimmt an Land. Vor allem, es gab mal so eine Zeichentrickserie mit Haien. Und da hatten die Hände und so. Die Sharks. Ha? Ne, ich glaube, da bist du noch so ein paar Tage zu jung für. Alter, ich bin schon 18 Jahre alt. Oh Mann, ihr Drecksnudden. Ey, das geht mir. Oh. 27, 6, ey, alles nur, weil du so schlecht bist. Ja, ich hab schon einen Kill. Ich hab auch einen Kill. Ah, guck mal, das ist aber cool. Guck mal, wir sind. Jorin ist besser als wir. Es tut mir leid, du musst raus. Geh bitte. Aber wir haben alle einen Kill, läuft. 0 Kills, 0 Assists, was? Ne, du hast 1 Kill und 6 Assists. Ja. Nee, 3 Assists. Achso, ne, 1-0-1 hat er. Und ich meinte Jorin, der hat geschrieben. Also normalerweise sind wir besser. Ja, aber guck mal auf die, auf die, auf die Tode an, ja, das, also... Okay, das Match ist vorbei. Echt? Aber das ist kein Problem, es gibt immer eine Hin- und Rückrunde. Boah, das hat auch richtig viel EP gegeben. Oh ja. So, jetzt geht's ab hier. Jetzt machen wir sie fertig. Jetzt spielen wir bestimmt genauso scheiße. Aber mindestens. Ist der nicht hübsch? Oh. Ist der nicht hübsch? Waiting for players. Jochen, das war ein Witz, dass du rausgehen solltest, ne? Let's win this. Ach, geht nicht mehr. Ja, das ist natürlich typisch. Ja, versuch einfach über Steam hier, Spiel wieder beitreten. Normal mit. Ja, okay, ist zu spät. Where are the peoples? Ist das ja nicht jetzt noch Early Access? Das Spiel ist, glaube ich, immer noch Early Access, ja. Ich weiß es aber nicht genau. Ansonsten, ich denke mal, wir werden danach noch eine Runde machen, oder? Weil die gehen ja eigentlich immer relativ fix, also. Nein! Hier war natürlich niemand. Verrecke, du Mensch! Jetzt treffe ich den Menschen nicht wirklich, oder? Er ist mich tot. Toll. Mach ich einen Kill und sterb direkt, ey. Notsguts. Ansonsten, Kundenfurz, wenn du noch einen Key haben willst für den Noskos. Wie gesagt, wir haben noch welche. Und. Ja. Umsonst ist immer gut, ne? Wo sind die Menschen? Siehst du, wo ich bin? Ja. Okay. Ich sehe auch, siehst du, wo ich war? Ich sehe, wo du tot bist. Ja, da bin ich. Da sind die. Jump! Natürlich auf gar keinen Menschen. Weg hier. Also ich habe den vom Kollegen, der hat sich dieses Founder Pack gekauft und da kriegt man halt so Kies gratis mit dazu. Ich hab's von Nico. Genau. Und
da ich mir jetzt vor kurzem nochmal ein Fauna-Pack geholt habe, um halt nochmal ein paar Sachen zu bekommen, ja, habe ich halt jetzt nochmal Keys bekommen. Scheiße! Fuck, ich habe den gesehen, aber bin nicht weggegangen. Er ist wie bei einem anderen also, auch. Also, wie gesagt, ich habe noch ein Key und Marcel hat noch zwei, ne? Ja. Ist immer noch da hinten? Ja. Oh, okay. I see it. Mehr als einer oder nur der eine? So wie ich das sehe, mehr. Oh. Böse. Oh Gott, ein Schwabe! Nee, du kriegst keine Keys. Nein. Ja, können wir. Du bist voll der Rassist. Der Dialektist. Den können wir hier nach der Runde ja machen. Gibt's, soll ich meinen einfach abgeben, dann bin ich meinen. Der hat sich unsichtbar gemacht, die Sau. Mir ist das egal, wie du möchtest. Oh ja, zieh doch mal rum. Mach. Ey, weißt du, du bist eine Zicke geworden, seitdem du in der Pubertät bist. Seit was? Seitdem du in der Pubertät bist. Ja, das kostet doch erst mit 29, oder? Was? Das kostet 29? Achso, das ist mal mit 29. Ja, ja, das kann sein. Kenn ich mich nicht aus. Mit der Pubertät? Das ist so raus. Nein, das kannst du doch nicht bringen, Junge. Ich hätte dich getötet, wenn du das nicht gemacht hättest, du Sau. Der Stream hängt sich immer wieder auf. Was? Darf bis halb? Achso, bis halb. Der Stream hängt sich bei mir gerade immer wieder auf. Okay. Jorin darf noch bis halb elf. Immer, bleibt der immer stehen oder was macht der genau? Läuft jetzt auch schon eine Weile, der Stream, ne? Meinst du, daran liegt's? Ich weiß nicht, inwiefern das so auf die Festplatte niederschlägt, sage ich jetzt mal. Ach, hier ist gar keiner mehr. Oh, bunker mir bitte eine Leiche! Ja, hier sind... Ja, keine Ahnung. Nimm. Oh nein, da kommen Menschen. Nein! Na gut, wenn's... Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Also, letztes Mal war es ja so ein bisschen blöd, weil der dann... Toll, hier komme ich gar nicht runter, ist ja super. Der ist ja dann abgekackt. Letzter Effekt? Naja. Ja, da hatte ich ganz kurz Disconnect. Okay. Kann bei mir schon mal passieren. Der tollen Leitung. Ja, beschwert sich über Disconnect. Ja, das ist doch auch scheiße. Ne? Ja, frag mich mal. Ja, was weiß ich, was du da für Probleme hast, ey. Naja, eigentlich habe ich keine Probleme, es ist halt einfach nur langsam. Ja, siehst du aber keine Probleme. Ist doch dann gut. Jetzt! Jetzt! Auf die... Nein, jetzt hat er mich hier auch noch... Ach man, immer töten die mich. Mach doch mal was. Komm her. So. Enemies down! Ich muss auch immer, ich guck auch, ob ich eventuell nächste Mal oder übernächste Mal bei Twitch oder so streame. Es läuft dann vielleicht. Wobei aber weiß ich gar nicht, ob das flüssiger läuft, weil. Das muss nicht eins sagen, also bisher habe ich bessere Erfahrungen, also wenn ich deine Streams habe mit Hitbox. Also da liefst du bei mir immer auch 720, also das, was du als Bitrate machst, läuft. Ja, das Ding ist immer, es kommt auch darauf an, wie viele Leute den Stream, also insgesamt die Seite nutzen. Bei Twitch hast du natürlich eine viel, viel höhere Auslastung. Ja, gut, klar. Das geht bei Hitbox, wo schlage ich eigentlich hin? Und das geht bei, jetzt stirbt er. Geht bei Hitbox immer. Noch. Ist auch nicht so bekannt, ne? Ha? Ist auch nicht so bekannt. Nee, das ist ja auch noch in der Beta. Also hab ich schon mal gehört, aber so... Hast du diesen riesen Bekanntheitsgrad? Nee, das hat's nicht. Ist, sag ich mal, im Kommen. Ich find's halt nicht schlecht, ne? Aber mich würde es trotzdem freuen, wenn es hier... Wenn man die Möglichkeit hätte, auch hier die Quali auszuwählen, wenn man bei Twitch ja
Turbo hat, geht das, ja. Ja, es gibt ja auch so ein Premium-Programm. Nee, also hier kannst du Partner werden, da musst du aber gewisse Views haben. Ach so. Also hier kann man nichts kaufen oder so. Ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, ich streame jetzt einfach öfter, dann würde ich das vielleicht sogar machen oder so. Ja gut, bisher sind es ja in 2 Wochen. Ich sag jetzt mal 3 Mal. Ja. Ist das öfter? Ja, weiß ich nicht, ob das öfter ist. Jo. Nee, aber dann würde ich schon vielleicht... Würde ich mir auch Toro kaufen, weil... Ja, ich glaube, wenn du wirklich oft auf Twitch auch unterwegs bist, dann lohnt sich das ja auf jeden Fall. Auch wenn du als Zuschauer oft auf Twitch unterwegs bist, dann lohnt sich, glaube ich, Toro halt auch. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich nur einmal streamst oder so, also jetzt mal als Extrembeispiel, dann... Na, ich muss sagen, ich finde das halt gut, weil dann die Zuschauer sich aussuchen können, auf was sie halt gucken möchten, ne? Ja, klar. Weil dann können sie sagen, okay, 1080p läuft bei mir nicht, dann mache ich 720p und wenn das auch nicht läuft, gut, dann macht man 360 oder so. Ist halt gerade bei so Leitungen wie meiner Gurkenleitung, ist das halt schon sehr vorteilhaft. Wenn es kostet, ich glaube, 17,17 Euro oder so. Im Monat? Ja. Boah. Nicht 17, 7 Euro. Boah, ich wollte schon sagen, ey, 17 Euro. Es kostet ja 8,99. Ich wollte das letztens mal so just for fun gucken, was das kostet. Und in Euro ist es dann halt 7 Euro noch was. Es geht, also ich finde es noch einen humanen Preis, ne? Ja, mit 7 Euro gehen 17. Nee, Juri, ich lade dich dann nochmal ein. Ja, geh weg, so, letzter Kill, bam! Wir haben jetzt die Runde fertig, ich lade dich jetzt gleich direkt ein. Also jetzt direkt aus der Lobby rausgehen, ne? Was, wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie das geht. Weißt du nicht? Nein. Okay. Boah, die erste Runde war mir ja total scheiße, ey. 37. Ja, du. Ich war gut. Ja, du bist immer der Pro. Confirm.